In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum es uns Frauen häufig so schwer fällt, gerade im Business-Umfeld mit Charisma zu punkten. Herzlich willkommen, mein Name ist Julia Sobainski und ich spreche über das Thema Charisma und beschäftige mich seit 20 Jahren inzwischen damit. Ich bereite gerade in diesem Moment aktuell einen Vortrag für ein Unternehmen vor, für den 8. März. Und das ist der Frauentag und ich beschäftige mich in diesem Zusammenhang natürlich mit den Themen Charisma und wir Frauen. Und eins fällt mir immer wieder auf, Charisma ist etwas, was Menschen bewegt, was Emotionen bewegt. Und ich habe heute irgendwann so gedacht, vielleicht fällt es uns Frauen oft so schwer, im Job charismatisch zu sein, weil wir Angst vor Emotionen im Beruf haben. Warum? Also wir Frauen bemühen uns ja sehr häufig im Business-Kontext besonders ernst genommen zu werden, besonders sachlich zu sein, dass man uns überhaupt nicht nachsagen könnte, in irgendeiner Weise nicht professionell zu wirken. Und ich habe die Befürchtung, dass wir das mitunter zugunsten unserer eigenen Ausstrahlung machen oder sogar unseres Charismas. Jetzt ist es aber nachgewiesen, dass gerade das Thema Charisma enorm zum Thema Führungskompetenz beiträgt. Das heißt, Menschen mit Charisma können andere Menschen besser führen. Und wenn wir Frauen jetzt aber generell häufiger darauf verzichten, weil wir Angst haben, wir wären sonst nicht so ernst genommen, wir seien vielleicht nicht professionell genug, würden nicht seriös genug wirken, vertun wir uns natürlich auch eine ganz große Chance. Warum können wir das oft nicht so abschätzen, wo die Unterschiede sind? Also natürlich ist charismatisch sein, emotional sein, Menschen mit Emotionen zu bewegen, ist ja nicht gleich unseriös. Ich habe gerade auf YouTube ein paar Reden gesichtet von Willy Brandt, von Barack Obama, von Martin Luther King und also diese großen Reden. Und ich habe jedes Mal gedacht, ja, die Menschen, die sind fasziniert von dieser Emotion, die sich vermittelt. Und wir Deutschen tun uns generell vielleicht ein bisschen schwerer damit, das mag schon sein. Aber interessant fand ich es eben auch, dass gerade wir Frauen uns noch schwerer damit tun. Also wir Frauen wollen halt natürlich im Business-Kontext ernst genommen werden, das ist richtig, sollen wir ja natürlich auch. Aber wir haben Angst, in die Emotion zu gehen, weil wir dann denken, wir werden nicht mehr ernst genommen. Wenn du eine Frau bist, dann möchte ich dich ermutigen dazu, dass du darüber nachdenkst, dass du sehr wohl ernst genommen werden kannst, auch wenn du bei anderen Menschen Emotionen hervorrufst. Es geht nicht darum, den ganzen Tag rumzuheulen. Es geht sicherlich nicht darum, nur emotional im Business zu sein oder so, sondern es geht darum, anderen Menschen Emotionen zu machen, also bei anderen Menschen Emotionen hervorzurufen. Das bedeutet nicht, dass ich selber dauernd emotional sein muss. Und ich glaube, davor haben viele Frauen Angst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du wagst, Emotionen zu zeigen, nicht in der Form, dass du dauernd irgendwie heulst oder dauernd sagst, ach, das ist jetzt so oder das macht das und das mit mir. Darum geht es nicht die ganze Zeit, sondern es geht eher darum, sich trauen, über Emotionen zu sprechen. Und das sind zwei Paar Schuhe. Ich unterscheide ganz stark zwischen emotional sein und über Emotionen zu sprechen. Und ich glaube, dass da diese Gratwanderung liegt, die wir vielleicht gut schaffen können, wenn wir uns das bewusst machen. Dass wir also nicht, wie das auch manche Politiker vielleicht, Politikerinnen vielleicht vormachen, immer zu Tränen in den Augen haben oder so, sondern dass es eher darum geht, durchaus über Emotionen zu sprechen, zu sagen, was einen bewegt, was einen berührt, aber nicht in einer naiven Weise, sondern in einer Weise, dass es andere mittragen kann. Das hat was mit Geschichten und so weiter zu tun. Ich möchte da gerne in einem weiteren Video drauf eingehen. Heute erstmal so viel. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein paar kleine Anregungen liefern, was Charisma überhaupt ist. Charisma ist, dass wir andere Menschen bewegen, mitreißen im großen Stil. Ja? Also nicht nur irgendwie unsere beste Freundin, unseren besten Freund, den Menschen, der uns liebt oder so, sondern in einem großen Stil Menschen mitreißen können. Und das geschieht über Emotionen, das geschieht nicht einfach über Sachargumente. Wir Frauen sollten uns trauen, genauso wie Männer sich trauen sollten.
Das war das, was mir heute bei diesem Vortrag nochmal, bei der Vorbereitung nochmal sehr einfiel und auffiel. Und das wollte ich dir gerne mitgeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal oder gib ihm ein Like. Ich freue mich darüber, über den Daumen nach oben. Hier in diesem Kanal findest du immer wieder zu diesen Themen, zum Thema Charisma, Wirkung, aber auch Selbstvermarktung, findest du Videos, Gedanken von mir, Gedankenanstöße von mir an dich. Und wenn du magst, abonniere. Ich freue mich darüber sehr. Bis dahin, tschüss, deine Julia.